So, es geht im Bandraum direkt weiter mit dem nächsten Vortrag, nämlich mit Elena. Stell dich gerne mal selber vor und dann direkt rein in dein Thema. Ja, vielen Dank. Genau, wie schon erwähnt, mein Name ist Elena Prost. Ich bin von der Mint Future GmbH aus Osnabrück. Wir sind ein Startup, welches sich, ja, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen im THG-Quotenhandel verpflichtet hat. Aber nicht nur reiner Quotenhandel, sondern das Ganze eben vor dem Aspekt der Nachhaltigkeit. So eben auch unser Slogan, wie man hier sieht, Enable the Sustainable, eben Nachhaltigkeit ermöglichen. Und das für jedermann und niederschwellig. Ich fange einmal so ein bisschen vorne an, so sage ich es mal, weil ich nicht weiß, wer mit dem Begriff THG-Quote eigentlich inwiefern was anfangen kann. Grundsätzlich ist es ein Gesetz, welches ja, Autofahrern, E-Mobilisten eben seit Anfang vergangenen Jahres ermöglicht, am Quotenhandel teilzunehmen. Warum ist das Ganze so? Grundsätzlich muss man sagen, der Binnenverkehr grundsätzlich ist eben entsprechend CO2-Treiber weltweit. Die Europäische Umweltagentur hat veröffentlicht, dass ganze 28% der CO2-Emissionen eben auf diesen Binnenverkehr entfallen. Das entspricht für Deutschland einer Menge von 160 Megatonnen CO2 pro Jahr, die eben entsprechend natürlich kompensiert werden sollen. Das Ganze soll auch angetrieben werden durch die Energiewende, durch die Umstellung auf E-Mobilität. Und da soll eben der THG-Quotenhandel auch so ein bisschen Anreiz dafür sein, auf E-Mobilität eben umzuschwenken. Darüber hinaus macht es richtig Spaß, auch elektrisch angetrieben zu fahren. Also für jeden, der es noch nicht probiert hat, auf jeden Fall mal testen. Ja, wie sieht das ganze Konzept jetzt aus und wieso, weshalb, warum und welche Rolle nehmen wir in dem Ganzen ein? Es ist grundsätzlich so, dass ein Fahrer von einem rein elektrischen Auto, also wirklich rein elektrisch, Hybride gelten nicht, weil da ist ja immer noch ein Verbrenner verbaut, sind berechtigt, eben die eingesparte CO2-Menge, welche runtergerechnet auf einen Pkw 703 Kilogramm pro Jahr CO2 entspricht, eben diese Menge zertifizieren zu lassen durch das Umweltbundesamt und durch unsere Markenklasse zu kommen. An verschiedene Marktakteure, die diese Zertifikate eben für sich einnehmen, um deren, Umweltbilanz, ich möchte es jetzt nicht despektierlich sagen, aber schon so ein bisschen zu schönen. So kann man es im Grunde sagen. Es sind nämlich die Mineralölkonzerne, die am Ende des Tages hingehen und diese Zertifikate zukaufen, um deren CO2-Kompensation, die eben indirekt durch das Inverkehrbringen von fossilen Antriebsstoffen geschieht. Im vergangenen Jahr war die Maßgabe 7% eures mittelbar ausgestoßenen CO2s ist bitte durch euch zu kompensieren. Wir sind jetzt in diesem Jahr bei 8% und bis zum Jahr 2030 ist die Maßgabe 25% der Emissionen müsst ihr bitte kompensieren. In der Vergangenheit lief das dadurch, dass die Prozentsätze der Kompensationsfläche noch relativ klein waren, hat das auch funktioniert durch die Beimischung von Biokraftstoff. Stichwort E10. Ich denke, das ist uns allen schon mal an der Zapfsäule begegnet. Und das sollte eben schon dazu beitragen, den CO2-Ausstoß eben entsprechend zu limitieren. Die Unternehmen kaufen diese Zertifikate, die wir zuvor für unsere Kunden beim Umweltbundesamt haben zertifizieren lassen. Das Ganze ist wieder ein behördlicher Schritt, aber Achtung, es ist nicht zu vergleichen mit einem Förderprogramm, was beispielsweise über die BAFA oder die KfW läuft. Es wird nicht vom Steuerzahler getragen, diese ganze Geschichte. Es ist wirklich rein der Geldfluss zwischen Mineralölkonzern und E-Fahrer. Wie gesagt, das übernehmen wir alles, weil wenn der kleine Otto-Normalverbraucher dann auf einmal vom Umweltbundesamt steht und sagt, hallo, ich habe hier 703 Kilogramm CO2, die ich ganz gerne zertifizieren lassen wollen würde. Das Rad, was da gedreht werden müsste, ist einfach zu groß, sodass wir sagen, wir nehmen euch an die Hand, wir machen das für euch und wir sind wirklich end-to-end den gesamten Prozess begleitend entsprechend dann für die Kunden da. Genau, das Ganze soll Anreiz sein. Pro Fahrzeug kriegen wir aktuell von 280 bis 300 Euro in diesem Jahr. Das Ganze, vielleicht kennt noch wer auch Beträge aus dem vergangenen Jahr, das war da höher. Es ist jetzt bloß leider so, jede
Kilowattstunde, die verfahren wird, vertankt wird in den Akku meines Elektroautos, ist dreckiger als noch zuvor. Das ist den deutschen Energiemix geschuldet und ja, eben begründet darauf, dass mehr Kohle und mehr Gas verstromt worden ist. Und so die Kilowattstunde leider nicht mehr so sauber ist, wie es für das vergangene Jahr angerechnet wurde. Alles durch uns erfolgt vollkommen automatisiert, wirklich von Beginn bis zum Ende. Es ist kein großer Zufußweg, der gegangen werden muss. Es ist wirklich komplett smart und entsprechend von uns auf die Beine gestellt. Genau, unsere Mission, ich habe es zu Anfang schon gesagt, wir wollen nicht einfach reiner THG-Quotenvermarkter sein, wie es andere sind, wie es zum Beispiel auch Ausgründungen aus Mineralölkonzernen gibt. Da distanzieren wir uns ganz klar von, wir haben einen Automotive-Hintergrund, sind aber nicht ausgelagert von irgendwelchen, ja, eben entsprechend gearteten Konzernen. Unser Ziel ist es wirklich, mit diesem Quotenhandel einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Und wollen eben jedermann wirklich transparent und niederschwellig den Zugang zum Quotenhandel ermöglichen. Unser Team möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Einmal kurz ein paar Gesichter. In Summe sind wir 11 Leute in unserem kleinen, gemütlichen Startup, welches es seit Februar vergangenen Jahres gibt. Die Gründer, einmal die beiden Herren, Jungs unten in der Mitte und der bebrillte erste Reihe, zweiter von rechts. Max und Marc, eingängige Namen, konnte man sich schnell merken. Gut. In Summe sind wir, wie gesagt, 11 Leute in den verschiedensten Bereichen unterwegs. Wir haben 5 Entwickler in unserem Team. Die komplette IT-Plattform ist eben wirklich aus eigenen Strukturen gewachsen, beziehungsweise eben selbst entwickelt worden. Und dementsprechend niederschwellig ist das Ganze, dementsprechend flexibel sind wir und können dann eben auch ganz, ganz schnell auf Änderungen und Anforderungen reagieren. Jetzt zu unserer Lösung. Ja, wir ermöglichen, wie jetzt schon häufig gesagt, aber das soll ja auch eigentlich Kern des heutigen Tages sein, wir ermöglichen eben den nachhaltigen THG-Handel. Wir haben so 4 Schlagworte, wo wir immer sagen, das sind wir. Wir sind ökologisch unterwegs, wir sind nachhaltig unterwegs. Unser Anspruch ist es, fair zu sein gegenüber allen Teilnehmern und eben entsprechend transparent, was natürlich mit fair einhergeht. Ökologisch, wir wollen zur positiven Entwicklung eben beisteuern und wollen irgendwo die CO2-Neutralität mit vorantreiben und das ermöglichen wir eben durch Investitionen in nachhaltige Projekte, die im Zuge der Beantragung der THG-Quote eben von jedem einzelnen EU-Klassen unterstützt werden können. Grundsätzlich ist es unser Ziel, das Ganze in ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu transferieren. Wir haben effiziente Prozesse. Es ist wirklich alles ganz, ganz schlank und gerade nur so viel, wie wirklich sein muss. Und eben durch die Investoption haben wir da soliden Grundstein gelegt, was das angeht. Dazu ist es uns wichtig, fair zu sein, transparent zu sein gegenüber unseren Kunden. Wir legen ganz klar dar, lieber Kunde, du erhältst deinen entsprechenden Vermarktungserlös in Höhe von 90% dessen, was wir erwirtschaften können, und wir behalten uns 10% eben für die Administration, Vermarktung, Dienstleistung ein. Transparent sind wir darüber hinaus natürlich auch. Erstmal in unserem AGBs gibt es keine versteckten Klauseln, es gibt keine, jetzt habe ich meine Quote für 3 Jahre abgetreten, das wusste ich gar nicht so richtig. Machen wir nicht, wir machen es wirklich 1 Jahr und im nächsten Jahr ist der Kunde quasi frei, sich einen anderen Dienstleister zu suchen, muss wirklich proaktiv hingehen und sagen, jawohl, mit euch möchte ich es nochmal machen. Was unsere nachhaltigen Projekte angeht, veröffentlichen wir jährlichen Transparenzbericht, wo dann auch wirklich der Kunde sehen kann, wo ist denn mein Geld hingeflossen, welches ich bei euch investiert habe. Mehrwerte für Partner, habe ich hier jetzt geschrieben. Eigentlich hätte ich auch sagen können, Mehrwerte für Stadtwerke, jetzt in diesem Kontext, weil darum soll es eben gehen. Wir haben eine Plattform, diese bietet viele Möglichkeiten, gerade für Stadtwerke. Wir haben einmal das Thema Fuhrpark. Ich denke, gerade im Stadtwerke-Kontext, der ÖPNV wird auch elektrifiziert. Hier und da habe ich schon gehört, dass eben E-Busse rollen, statt der Dieselschleudern, die sonst in den Innenstädten unterwegs waren. Darüber hinaus aber natürlich auch die kleinen Flitzer, womit die Vertriebler zu den Kunden fahren, die Netzmonteure, die die Netzkontrolle machen und schauen, ob noch alles in Ordnung ist.
eben dieser Fuhrpark kann über uns gehandelt werden, vermarktet werden. Dann auch die öffentliche Ladeinfrastruktur, wo das Stadtwerk natürlich auch vorne dabei ist, eben entsprechend das Ganze in der entsprechenden Stadt dann eben auszubauen. Und als drittes und eigentlich fast am charmantesten, das Ganze kann eben auch als Quote as a Service genutzt werden. Wir stellen die Lösung, die ich eben schon angesprochen habe, als White-Label-Lösung zur Verfügung. Das tun verschiedenste Partner für, ich sage jetzt mal, Versicherung, ganz klassisch. Die wissen, wenn der Versicherte ein E-Auto fährt, dann kann ich ihn auch darauf hinweisen, denk an deine THG-Quote. Wir arbeiten zusammen mit Autohäusern, wir arbeiten zusammen mit Werkstätten. Aber auch Stadtwerke sind ein ganz, ganz wichtiger Multiplikator. Und ja, kann eben dann einfach ins Kundenportal mit eingebunden werden per Absprung, sodass der Kunde dann eben entsprechend seine Quote erlösen kann. Das Ganze vielleicht auch auf sein Kundenkonto transferieren kann bei den Stadtwerken, sodass dann ja, das Ganze so als Puffer auf dem Kundenkonto liegen kann. Genau, das Ganze steigert die Kundenbindung und ist auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen. Wie schon angesprochen, wir bieten es eben als Service an. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von ein paar Partnern, mit denen wir schon unterwegs sind. Mein Partner, auf den ich mich hier jetzt so ein bisschen stütze, sind die Stadtwerke Garbsen. Ich glaube, mein Ansprechpartner Herr Klarmann hat es leider nicht geschafft, hier sein zu können. Aber nichtsdestotrotz, falls, ne? Grüße, gehen raus. Die Stadtwerke Garbsen sind schon ein langer Partner, langjähriger, hatte ich fast gesagt, nee, geht gar nicht, gibt es ja erst seit letztes Jahr. Nein, aber das war wirklich ein Partner, der ziemlich zu Beginn schon mit uns an Bord war und die Lösung eben entsprechend nutzen. Hier sieht man das Ganze einmal im Ausschnitt, in der mobilen Ansicht. Unsere App-Lösung eben wirklich im Outfit der Stadtwerke Garbsen. Also da sieht man jetzt nicht irgendwo was von unserer B2C-Marke, wir kaufen deine THG.de. Es ist grundsätzlich das gleiche Framing, aber eben Farben, Corporate Identity, Logo etc. pp. Finden sich eben entsprechend wieder. Auch das ist das Schöne für den Kunden, er hat einen Wiedererkennungswert und sagt sich, jawohl, dem kann ich vertrauen, das mache ich, den gebe ich das an die Hand. Wir machen im Hintergrund alles. Sie als Stadtwerk sind ja jetzt nicht in der Pflicht, irgendwelche Abrechnungen noch wieder zusätzlich zu schreiben, Buchungen vorzunehmen in Kunden. Konten, es muss keine Auszahlung vorgenommen werden. Also wir sind wirklich der rundum sorglos Anbieter, der das dann eben entsprechend für Sie macht. Und auch eben vor dem Hintergrund, wir nehmen das Geld ein für die Investoption, die der Kunde dann eben genutzt hat. Darüber hinaus habe ich eben schon gesagt, wir haben ganz, ganz flache Wege, flache, schnelle Wege. Anforderungen, die darüber hinaus irgendwie gestellt werden, sei es jetzt irgendwie ein Postleitzahlenabgleich, weil es sollen wirklich nur die Kunden bei uns beantragen können, die wirklich auch in meinem Versorgungsgebiet sind. Ist alles da, können wir einbinden ohne weiteres, Kundennummern abfragen beispielsweise. Alles ganz, ganz niederschwellig und schnell zur Verfügung steht. Ich denke, da können wir auf jeden Fall viel gemeinsam bewegen und diese Lösung eben auch den Quotenhandel dann eben nach vorne bringen. Hier einmal noch ein paar Referenzen, die ich aufgeführt habe. Also wie schon gesagt, über Stadtwerke und Versicherungen. Der Mittelstand, der durch den BVMW hier einmal dargestellt ist. Der große Versicherer Niedersachsen, die VGH, die haben wir alle mit an Bord und sind entsprechend mit uns unterwegs. Genau, soweit war es das eigentlich von mir. Erstmal zum THG-Quotenhandel im Allgemeinen und Speziellen. Ja, würde mich freuen, wenn wir im Nachgang nochmal schnacken und einfach mal schauen, wie wir die Lösung vielleicht bei Ihnen im Stadtwerk implementieren können. Ja, ganz vielen Dank. Großer Applaus. Okay, eine Frage. Wer will, wer hat noch nicht? Bitte? Ich habe so ein Gefühl zu bekommen, wie das über die Theke läuft, jetzt mit der THG-Quote. Ich fange jetzt gerade das an zu rollen, ich das verstehe. Sind es 10.000, 100.000 pro Jahr, 1 Million THG-Quote, die da gehandelt wird, verkauft wird? Also es sind gut 800.000 Elektrofahrzeuge zugelassen in Deutschland, Stand Ende Dezember 2022. Wir sind davon überzeugt, dass definitiv nicht 100% derer abgerufen werden. Und es gibt so viele Player am Markt, also 60 sind es mindestens. Aber wir können sagen, also von dem, was wir im letzten Jahr schon eingesammelt haben, dass wir schon einer mit der größten Anbieter am Markt sind und dann eben auch mit unserer B2C-Quote.
Angebote mit unserer B2C-Lösung, mit unserer B2C-Marke dementsprechend vertreten sind. Also 1 Million Fahrzeuge, so bummelig, pro Fahrzeug kriege ich wie viel Geld dieses Jahr? 280 Euro mindestens. Also 280 Millionen ist der Markt. Immerhin. Also, wenn man den Baustein kaufen will, dann muss man zu dir, ne? Kaufen, gutes Stichwort. Wir stellen das Ganze unentgeltlich zur Verfügung. Also sowohl die White-Label-Lösung, als auch das Dashboard im Hintergrund, wo man schauen kann, welcher Kunde hat denn hier jetzt über meinen Kanal, schon seine THG-Quote beantragt. So Marketing-Unterstützung stellen wir alles unentgeltlich zusätzlich mit an die Rampe. Vielen Dank. Genau, zum Thema... Was bleibt dann beim Stadtwerk im Grunde hängen? Was nehmen wir? Können wir gerne im persönlichen Gespräch da nochmal ausführen. Ja. Danke.